Willkommen zurück. Boah, was ist denn los? Nein. Ich flieg anscheinend die ganze Zeit aus Discord raus oder so, ey. Ja, weiß ich nicht, wieso. Keine Ahnung. Hm. Irgendwas mit dem Internet weiß ich nicht, bei mir. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Gaming. Ja, ich werde jetzt alle Minuten. Wenn jetzt jede Minute hier rausfliegt, dann wird ja ein Spaß, ey. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Oh Gott. Und haben wir eine Chance, ne? So, wir müssen weiter hier Punkte sammeln. Warum waren wir da nicht schon weiter? Oder haben wir da letztens gefailt? Ich weiß ja nicht mehr. Weiß ich auch nicht. Sind die noch abgeschlossen? Ne, da sind Haken dran. Okay, dann haben wir noch nicht. Seltene Helme. Ja, warum nicht? Gehen wir zum Imperialen Kriegslager. Mal gucken, wie lang der Weg ist hier. In Discord drin bleibt. Im Spiel fliege ich nicht raus, also weiß ich nicht, was los ist. Weiß ich auch nicht. Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert auf Konsolen. Ich bin doch gar nicht auf der Konsole. Ah, nee, stimmt ja. Natürlich. Oh Gott. Oh Gott, was war das? Ja. Oh gut. Ich bin neu hier. Ja. Warum ist er direkt schon ein Zauberer? So ein Magier, so ein Gefangener. Also, du bist wieder da, genau. Ich war doch gar nicht weg. Ja, aber ich lande. Du. Was ist hier los? Boah. Willkommen zurück. Oh. Boah. Also gleich noch mal irgendwie Discord neu starten oder irgendwie sowas vielleicht. Ja, weiß ich nicht, was hier los ist. Weil du hältst irgendwie jede Minute, du hältst immer nur so eine Minute durch. Ich weiß nicht, ich merke das immer, wenn ich dich nicht mehr reden höre. Natürlich merke ich das überhaupt nicht. Dann muss ich gleich mal irgendwie Discord oder so neu starten, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was los ist. Deswegen sage ich ja Discord neu starten. Wenn du nochmal rausfliegst oder so, keine Ahnung. Ja. Ist besser als wenn ich jede Minute hier rausfliege. Was ist denn? Ein Shrine? Ja. Okay. Wir müssen mal hier alles einsammeln, dann können wir einen Zauberer da machen. Ja, ich weiß nicht, warum der da schon am Anfang ist. Ja. Oh, so viele Splitter. Die wir sowieso nicht benutzen, hervorragend. Noch nicht. Vielleicht. Mal schauen. Assassinen Birkenzauberstab der Graupel. Alles klar. Hier haben wir bestimmt irgendwie so eine Person, die sich die ganzen Namen hier alle ausdenkt. Ey. Das würde mich nicht überraschen. Oh, du bist der. Du bist der Benenner von Items. Oder die tun Würfel rollen, weiß ich nicht, wie die das machen. Ja, mit so verschiedenen Begriffen drauf. Ja, genau. So, das ist hier noch chillig, finde ich. Das sind so viele Gegner, ja. Ja, im Moment. Oh ja. Gott. So viele, nicht nur Gegner, auch Lebensbalken und so was. Also. Ja, ich sehe es. Na. Da ist er weg. Nein, da ist er wieder weg. Jetzt kann ich über den Weg jetzt hier lästern, wie ich will.
Ja. Ich werde jetzt genau jetzt machen. Genau in diesem Moment. Keine Ahnung, warum der die ganze Zeit rausfliegt. Na, sieht aus, als würden wir den Weg jetzt heute nicht so auf. Für die nächsten paar Parts, wenn das so weitergeht. Aua. Ich brauche unbedingt mehr Mana, ey. Ah, danke. So, willkommen zurück. Ja. Ja, ich hab bei dir dann. So, ich bin gerade hochgelevelt. Okay. Oh, Krähen? Ich denke nicht. Ich habe auch Krähen. Krähen, ja. Wie jemand anders hat auch Krähen. So. Ich sehe gar nicht, was meine Viecher die ganze Zeit machen. Ich schicke die einfach nur da rein. Drück Knöpfe hier. Ja. So, was nehme ich denn hier? Ich habe keine Ahnung, was ich hier hochleveln soll. Aber die Krähe brennt, ey, was? Was? Meine? Nee, nicht deine. Die war eine böse Krähe, die waren brennend. So, machen wir das hier. Da sind Vibrationen auf der Karte. Und das hier. Was ist das? Ich damit interagieren sollen. Ich habe irgendwie interagiert, aber ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Aber wir haben die Leiste da voll. Ja, sehr gut. Dann können wir den Magier machen und abhauen. Ja. Oh, ich heile mich jetzt mit jeder Gefährtenfähigkeit, die ich einsetze. Sehr gut. So, wer bist du denn? Magma Gordon. Sieht aus wie ein Pokémon. Was ist das denn? Oh Gott. Riesenskorpion. Geduldiger Riesenskorpion der Schatten. Nein. Echo erobert. Ja, jetzt bist du aber schneller wieder. Ne? Ja, dauert immer ein bisschen, bis ich das merke. Ich merke das nicht, wenn ich rausfliege. Hast du schon mal Discord neu gestartet? Nein. Ja, dann mach es doch mal. Ja, willst du jetzt jede Minute hier wieder rausfliegen und dich connecten? Die haben jetzt irgendwie eine Roadmap oder so veröffentlicht, habe ich gesehen. Ja? Ja, auf Steam, ja, auf dem Ding. Ja, habe ich gesehen, ja. Wir sind noch in Version 1.0. Okay. Also die erste Version halt. Die wollen für Helldivers wollen sie ein neues gratis Cape rausbringen. Yay. Und zwar eins, das dokumentiert den Horror, den da passiert ist mit Sony. Also der Review-Bombing wird da auf dem Cape dokumentiert. Die Reviews auf einmal gesunken sind, der das ist auf dem Cape da angezeigt. So eine Statistik auf dem Cape. Alles klar. Die wissen nur noch nicht, wie sie das nennen sollen. Sony sucks. Ja, die Katastrophe ist anscheinend noch nicht vorbei. Weißt du, die Sony, die haben jetzt den Schwanz eingekniffen, dass sie das doch nicht machen. Aber die haben trotzdem noch aus vielen Steam-Listen entfernt, das Spiel. Aus hunderten von Ländern. Alles klar. Das haben sie noch nicht rückgängig gemacht. Aber das scheint nicht hier zu sein. Das ist immer noch auf Steam hier in Deutschland anscheinend. Oh, keine Ahnung. So, hat sie ja nichts zum Einsammeln hier? Ne, hier ist ja nichts mehr. Ich bin ja rausgegangen. Ja. Ist ja jetzt egal, ey. Hauptsache, das läuft jetzt. Ja, hoffentlich. Ja, weiß ich nicht. So, wir gehen da rein. Ne, was ist das? Müssen wir die auch noch machen? Wo ist denn die Quest? Oh, die können wir schon machen. Verdammt, ich dachte, wir müssen noch Punkte sammeln dafür. Hm. Können schon die Quest ja machen. Dieses Echo betreten. Damit wir in der Quest hier weiterkommen. Oh. Ja.
Ich muss ja noch meine Viecher rufen, scheiße. Naja. Also ich komme sofort. Wann ist eigentlich hier, like hier dieses neue Lego Star Wars Ding, was hier rausgekommen ist? Ist das eine Serie? Connect, ja, ich glaube, Rebuild the World oder irgendwie sowas. Glaube ich, eine Serie, ja. Ich habe den Trailer davon gesehen. Das mit Dark. Ein Spiel ist das nicht. Ja, Dark Jar Jar. Da. Ja. Mister going to hurt you. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das stellt alles auf den Kopf, ey. Also die Universen werden auf den Kopf gestellt, ey. Weiß ich nicht, ey. Ich hab da nur so überflogen, aber ich glaube, die Animationen sehen nicht so gut aus. Die sind so. Das ist ein Lego-Ding, das hat nie herausragende Animationen. Ja, aber von dem Spiel hier sahen die Animationen besser aus, ein bisschen flüssiger. Es sah irgendwie so aus, als wäre halt irgendwie so ein, 2-3 Frame pro Sekunde oder irgendwie so. Okay. Glaube ich. Ich habe da nur kurz überflogen. Ich weiß nicht, Rebellen, AT-ATs, Bounty Hunters. Oh Gott! Wie viele sind das? Ich sehe einfach nur, wie die Welle immer größer wird, ey. Ich sehe immer nur, wie die in unsere Leute reinrennen und immer verschwinden, ey. Keine Ahnung. Ja, ich habe mehr Vertrauen in Disney, in Lego, Star Wars als irgendwie alle anderen Sachen im Moment. Ja. Ja. Es scheint noch zu harmlos zu sein, um irgendwie, weil nicht irgendwelche Messages zu deliefern oder zu überliefern oder so. Oh Gott. Hier ist ein großer, großer Steinwerfer-Typ. Er ist tot. Jawohl. Oh. Okay. Geh dahin, wo die Verstoßenen kämpfen. Okay. Kommt her, ihr Stücke. Wir müssen noch leveln. Ja, wer weiß wie lange. Er wird mal eine blöde Kultur wieder besiegen können. Ja. Wir sind wahrscheinlich schon stark genug, aber wir sind einfach nur zu schlecht. Ja, das heißt stark genug, er macht übelst viel Schaden, ey. Ich habe jetzt auch irgendwie nicht nachgeguckt, irgendwie, wie man ihn besiegen kann oder irgendwie so weit. Ausweichen und angreifen, also ich glaube nicht, dass da irgendwie eine besondere Taktik gibt. Oh. Wer seid ihr denn? Verbündete? Nehmt meine Tiere. Mein Skorpion. Und mein Raptor. Oh Gott, wir sind da schon wieder, ey. Gott. Ja, wir haben genauso viele Leute wie die. Ja. Sind das NPCs? Oh, nicht, da waren welche mit so grünen Lebensbalken. Oh. Skullgreymon, oh. Komm mal her, Leute. Einer, Leute. Ich habe Urlaub jetzt nächste Woche. Ah, oh, sehr gut. Ja, kann ich gebrauchen. Ey. Das ist im Moment heftig bei uns. Ey. Weil ich heute wieder bei dem morgen Muttertag ist. Bitte was? Weil morgen Muttertag ist, war das heute besonders für mich. Ah, okay. Ja, alle beschönigte Blumen. Ja, ja. Oh Gott, ey, da ruckelt ja bei mir, ey. Ja, wir sind auch viele Gegner. Wie viele Leichen jetzt sind? Alter, was ist das passiert, ey? Nein, wir helfen ja. Echo erobert. So. Ja, haben wir schon geschafft, ey? Ne, irgendwas müssen wir ja noch machen, glaube ich. Oder? Nee. Hier gibt es wahrscheinlich noch irgendwo so einen Magier oder so. Ja. Wenn sie wieder das gleiche Zeug hinterlässt wie sonst auch immer. Ja, irgendwie schon. Ja.
Ne, anscheinend ist hier nichts mehr. Obwohl, da unten okay. Geht es gleich mal weiter. Ja, ja. Ach, wir rennen. Ach, von dem Schrein rennen war das schnell. Ich hab so. Ich bin schon gewundert, wir rennen irgendwie voll schnell. Ja. So, ja, mal, jetzt nicht mehr. Okay, dann so war ich fertig, nehme ich an. So, nehme ich mal an, wir sind fertig. Pfusch. Weiter. So. So. Vorhin bin ich aus Versehen voll schnell da reingegangen. So. Warte mal hier. Nichts von Bedeutung. Okay, nur zwei Dinge sind daraus gekommen. Das ist irgendwie. Ja, bei mir auch nur drei. So, weiter geht's. Boom. Wenn wir das erledigt haben, dann können wir die dritte Quest davon machen und dann sind wir fertig mit der Quest. Anscheinend. Oder wie auch immer das funktioniert. Wir können ja nur den Balken voll hochballern. Ich weiß nicht, was das bringt, aber. Ja, weiß ich auch nicht. Wenn wir das nächste Echo irgendwann betreten können oder so. Komisch, warum ich immer noch direkt in dem anderen Raum da lande, bevor ich hier rein. Ich muss noch immer durch das grüne Portal da gehen. Hier. Okay. Ja, du landest direkt hier drin. Ich muss lande erst einfach nur wieder in dem Raum da. Ich muss dann durch das Portal da durchgehen. Dann bist du hier. Macht ihr Giftschaden oder warum explodiert ihr in grün hier? Ja. Hier da hinten kommt ihr. Oh Gott, der hat Schaden. Naja. Wer ist derjenige, der den Schaden macht? Vielleicht habe ich mir auch selber Schaden gemacht. Ich habe die ganze Zeit meine Lebensenergie verballert. Meine Krähe ist sowas von tot gleich. Ja, das erinnert mich an die, also die Viecher, die sind ja so Schlangenviecher. Oh Gott. So wie die da, Schlangen im Beta, ey. Boah. Okay, die Gegner sind hier ein bisschen gefährlicher, hab ich das Gefühl. Ja, ja, ist mir auch schon abgefallen. Aber der hat sich teleportiert, geh weg! Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja, Adventure in the Soul, Daniel. Was machen wir jetzt? Auf den nächsten Charakter fokussieren. Ja, warte, ich habe jetzt irgendwie nicht verstanden. Ist der wirklich tot? Aber der hat doch gesagt, er ist kein Tod, als er da irgendwie nicht rumgewandert ist. Ja, weiß er nicht. Ja, aber anscheinend ist er jetzt tot, aber irgendwie auch nicht. Ich habe kein Wort verstanden da. Der ist in der Zwischenwelt irgendwo gefangen, keine Ahnung. Ja, das weiß er nicht, ey. Die haben irgendwie darüber geredet und sich die und die Tante da, ja, die hat so da nicht da am Reden, ey. Und anscheinend ist das noch nicht das Ende für den, aber anscheinend doch. Also, ich verstehe es nicht. Kann sein, vielleicht auch nicht. Aber irgendwie noch merkwürdiger ist, dass du immer noch mit dem spielen kannst, obwohl der tot ist. Naja. Ja, der ist ja nicht der erste Charakter, der gestorben ist bisher. Gibt schon andere Charaktere, die gestorben sind. Da ich auch schon mitgekriegt anscheinend. Da gibt es wirklich irgendwie Videos, die wie heißt die Glühwürmchen da? Ja, ja. Die schippen die mit dem Hauptcharakter, also mit dir. Ja, ja. Jesus Christ, dupliziere das Baby. Was? Stand er im Bett? Ja. Okay. Kann man Babys beschwören? Oder Jesus? Oh Gott. Brechender, mumifizierter Lagasa, der Echse. Egal, diese Namen, die werden immer schlimmer. Also, ich meine, in Diablo, das war nur Trauer und Verzweiflung, die Namen von allem. So. Ich bin immer ganz nervös, wenn er auf einmal still wird, dann weiß ich nicht, ob er rausgeflogen oder nicht. Soll ich am besten gar nicht reden? Ja. Verrottener Hund. Ein Gorgon. Oh Gott, oh Gott, ey, da hat mir beinahe das Leben gekostet, ey. Was zum Teufel? Ja, was ist das für ein. Das ist irgendwie so ein dunkler Regen, der über meinen Tieren ist.
Nur so nehmen. Ja, ja, genau, ja, genau so was. Wenn irgendwie jemand traurig ist, dann so eine Trauerwolke über die. Ja. So sieht halt aus irgendwie. Alles klar. So wie Sanji, als er seinen Wanted Poster zum ersten Mal gesehen hat. Ist das ein Charakter aus wer ist denn Sanji? Sanji von One Piece. Also Sanji, ich hab Sanji verstanden. Wer ist das? Alles klar, das war ja. Das ist Sanjis spanischer Bruder. Ja, sein Poster, ja. Le Sanjay. Ja, das auch. Ich mag Le Ladies. So. So, ich sehe gerade, wir sollen das Soul Gate hier verschließen anscheinend. Okay. Oder das Soul Gate. Das ist wie Colgate, ja. Nur das Holgate. Ja, wollte gerade sagen, wie die Zahnpasta, Colgate, ja, hervorragend. So, oh Gott. Ich weiß gar nicht, warum ich immer noch Linksklick hier mache. Ich wollte eigentlich nur mittlere Maustaste drücken, um meine Tiere zu befehligen. Ich weiß gar nicht, warum ich noch da reingehe. Ich kann eigentlich hier voll chillen irgendwo in der Ecke. Ja. Genau so. Aua. So, was ist das für ein Wirbelschuh? So. Nein, nicht der Sand, nicht der Sand. Müssen wir überhaupt machen, alle Gegner legen. Wo hier, was so? Ah, ja, wo ich hingehe, sind Sandstürme. Ah, Sensenmann. Hier ist ein Sensenmann. Ja, den kennen wir ja. Ich bin bereit. Oh, Klemmikante. Ich werde es wiederbeleben. Ne? Was? Wo? Wo denn? Ich habe den doch schon wiederbelebt. So, ich habe nie ein Schild bekommen. Zeig mal her. Ich glaube, da ist genau der gleiche, den du mir mal gegeben hast. Ödina LPU. Heilwirkung, Rüstung, Blockchance, Wirksamkeit. Nehmen wir den mal. Die haben jetzt in One Piece die Reaktion der Welt gezeigt, als Vegapunk gesagt hat, die Welt wird untergehen, wird versinken. Okay, lass mich raten. Die Leute wir haben, wir haben sogar mal wieder den alten Mann da aus der ersten Stadt gesehen von One Piece, der mit dem Hund. Ja, ja. Der erstmal gegen Buggy gekämpft haben. Ja, ja. Der hat mit dem Hund geredet. Den haben wir auch mal wieder gesehen. Und jetzt will der ein bisschen über das Void Century reden. Oh, geil. Aber oh, ich bin tot, scheiße. Na, no, hey. Da habe ich nicht aufgepasst. Na, wir müssen sowieso hier raus. Also. Ich weiß nicht, ob der Magier noch irgendwo ist hier. Da will der anscheinend über den ersten Piraten reden, Joy Boy. Der war der erste Pirat. Hier ist eine Truhe. Ja, anscheinend schon war er der erste Pirat, ja. Wie es aussieht. Okay, ich kann wieder nicht mehr in das Portal rein anscheinend. Warte, aber abgeschlossen ist, nehme ich an. Ne, warte mal, da ist ein Ladebalken, ich weiß nicht. Okay. Kannst du dich nicht zu mir teleportieren oder so? Das könnte ich natürlich auch versuchen. Okay, hier sind aber eine Menge Gegner gerade. Oh Gott. Ja, so geht's, okay. Nein, meine Krähe. Wer war das? Ah, ich bin tot. Nein, Daniel und Kuhn. Ah, ich auch, fuck. Ey, die haben mich richtig schnell gekillt, ihr Pisser, ey. Na gut. Ja, wie es aussieht, ist Joyboy der erste Pirat gewesen von 900 Jahren. Okay. Lass mich da rein, kann ich da noch rein? Nein, er ist zugegangen. Ja, ja, weil ich tot war. Boah. Na gut, wir waren sowieso fertig. So, Erfahrung. Cool. Hat sich wortwörtlich nichts getan. Mein Erfahrungsbalken fand ich. So, Akolytenrelikt, Zauberschaden, Nöd, Giftschaden. Stufe 8.
Okay, das ist ein guter Ring. Viele Diener-Sachen da dran. Was sind meine anderen? Was sind er hier? Lass mich mal kurz den abnehmen. Ja, ich tue die ganze Zeit Propaganda-Nachrichten. Mal hält da was kommentieren da, ne? Weil, ja. Was war das, der? Die Demokratie ist unser Rückenwind oder irgendwie sowas im letzten Jahr. Ach, jetzt muss ich wieder meine ganzen. Warum ist meine Krähe schon direkt da? Was? Ich bin gleich gedrückt. Laut für den Hessen verbreiten. So. Der Daniel, der klaut gerade den Hesselhof. Ja. So. Jetzt haben wir nur noch diese der Altar des Fleisches. Oh Gott. Müssen wir uns jetzt ausziehen? Alle Gäste haben genügend Stabilität. Was bedeutet das? Wer sind denn die Gäste? Weiß nicht. In dieser Zeit leistet sich ja das unsterbliche Imperium einen entscheidenden Sieg über den Lebenden ausgestoßen, um die Rebellion niederzuschlagen. Ihre Körper sollen verwendet werden, um eine Abscheulichkeit für weitere Forschung zur Unsterblichkeit zu erschaffen. Rette die Gefangenen ausgestoßen, bevor es zu spät ist. Alle Gäste haben genügend Stabilität. Die sind alle stabil. Haben die alle eine gute Figur? Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Aber das ist die letzte Quest von, was auch immer wir ja machen müssen. Also gucken wir mal. Ja. So. Wo ist so? Ah. Okay. Wow. Was hat Boss? Ja. Bist du denn? Ah. Oh Gott, der hält viel aus. Ich weiß nicht, nimmt der überhaupt Schaden? Oh, warte mal, da blinkt irgendwie was in den Ecken von diesen Räumen hier. Müssen wir hier was machen? Ja, ich geh mal gucken. Oh, die Dinger müssen wir jetzt machen. Das nimmt Schaden, das müssen wir angreifen, Daniel. Ja, warte. Gehen wir mal beide zu verschiedenen. Ja, das greift aber auch zurück an, pass auf. Ja. Gott. Geht auf das. Okay, jetzt nimmt das Schaden. Jetzt holen meine ganzen anderen Leute da drauf gehen. Ich hab das eine Ding kaputt gemacht. Ja, ich auch. Ich gehe zum rechten, zum oberen rechten. Oh. Jetzt noch mehr. Ja. Ich hab das nicht an. Au! Boah, meine Krähe, okay, wirklich dann mal weg. Der kommt zu mir, ey. So, mach das Ding kaputt. Oh, die hinterlassen Heiltränke, gut. So. Ich will gerade meine Minions an. Okay, ja, oberer rechter ist auch kaputt. Okay, hab einen au, wieder au, kaputt. Au. Okay, ich glaube, da dürfen wir nicht laufen. Aua! Oh! Danke! Respawn on completion, nein! Das schaffe ich nicht alleine. Ja, jetzt kann ich dem Schaden machen. Naja, jetzt sind die Dinger kaputt. Ja, ich kann ihn aber nicht besiegen, Daniel. Das wird, glaube ich, nicht sehr. Ja, darf sich nur nicht treffen lassen. Ja, das sind mir. Oh, das ist schon bei 90%, ey. Ja. Yeah. Oh, was ist das? Ah! Todesstrahle. Ja, er ist ein ganz böser Kerl. Okay, der ruft hier so Wind. Oh Gott, ich kann hier nirgendwo mehr hin. Ja, diese Winddinger, die waren schon vorher da. Hat die Dinger versucht kaputt. Das war gemein, dass die einen hier einfach zuschauen lassen, ne? Halt dran, komm her. Ich weiß nicht, ob ich das überlege. Ich will lieber nicht den Winter berühren, ne? Ne. Außen kannst du auch nicht mehr rumlaufen, nehme ich an. Ich bin bei 70%, 69. Okay. Vielleicht schaffe ich, ich schätze mal so, ich schaffe den bis zur Hälfte vielleicht.
Also bis jetzt ist der Kampf noch manageable. Ja, und dann geht er in seine zweite Phase. Ja. Oh Gott. Ja, ich bin irgendwie viel zu früh gestorben, ey. Ich sehe nur die Diener aus, ey. Ich sollte sie vielleicht mal neu rufen, aber irgendwie will ich nicht. Ja, der eigentlich nur diesen Feuer an, aber das ist eigentlich nicht so schwer auszuweichen. Ja, ja, ich kann bald hier nirgendwo mehr ausweichen, ne. Lieber nicht herausfinden, wie viel Schaden mir der Scheiß da macht, ey. So, ich bin jetzt. Oh Gott, das war knapp. Ich bin tot, fuck! Okay, wollte schon sagen. Ich war bei 47%, ey. Okay, da kommt den. Der ist manageable im Gegensatz zu Cthulhu, finde ich. Ja. Müssen nur ein bisschen aufpassen. Mit wir meine ich ich. So. Du bist doch als erstes gestorben. Ja. Deswegen habe ich ja gesagt. Warum sind meine Sachen wieder gedespawnt, als du gespawnt bist? Was meine Tiere verschweigt. Ich? Ja. Ich hatte schon ein paar von denen gespawnt, dann bist du aufgetaucht, dann waren sie wieder weg. Ja, die wissen halt, was Respekt ist, ne? So, oh, ich habe da falsch zuerst. So, ich nehme an, wir können jetzt wieder da rein, den Typen. Ja, weiß er nicht. Ich glaube ja, ja. Okay. Nur merken, wenn die Dinge alle kaputt gehen, dann können wir nicht mal da draußen rumlaufen. Wegen dem Todesnebel. Ja, habe ich schon vorher gemerkt. Ey. Ja. Der Boden wurde auf einmal grün. Ich bin da nicht stehen geblieben, ne? Ah, komm mal her, du Stück. Also ja, die Dinger erstmal. Gut, ich gehe unten rechts. Aua. Oha. Okay, der kommt auf mich los. Ich gehe mal nach oben rechts. So. Ich muss eigentlich nur in Bewegung bleiben hier die ganze Zeit. Mit diesem Laser. So, geh weg, du Stück. Ich habe ein Geschirr, eins ist, das erste ist down. Ja, ja. Ich muss die ganze Zeit hier wechseln, weil der mich die ganze Zeit verfolgt, ey. Ja, das Problem hatte ich vorhin auch. Ich kann das nächste an. Ah. So, unten rechts ist kaputt. Ich weiß nicht, wie viele aber wir kaputt rein in die Mitte. In die Mitte, in die Mitte. Oder auch nicht. Bei mir ist irgendwie das. Okay, ja, irgendwie ist. Das taucht nicht überall auf, Daniel. Das ach so. Taucht nicht überall auf einmal. Jetzt habe ich den, der ist jetzt bei mir, ey. Oh Gott, fuck. Der hat wehgetan. So, wir verstehen uns. Der ist jetzt hier bei mir gerade. Das ist jetzt gerade ein bisschen nervig. Okay, oben rechts ist kaputt. Jetzt kriegt der blöde. Gefäß nicht kaputt. Der ist hier, Daniel. Pass auf. Ich will da schon mal weggehen irgendwie. Ja, ich krieg das Gefäß gar nicht angegriffen. Ja, ich zieh mal, ich tu meine Tiere da rein. Ja, die greifen aber den an, ne? Was? Ja, ich hatte gleich hier an den Nebel stirbt. Aua. Boah. Ist noch das hier am Leben? Ja, ich habe gar keine Diener mehr. Ja, das Gefäß ist kaputt. Oh, also. Da. Sind wir beide hier. Wo ist er? Da ist er. Er war ein Golem. Da. Jetzt sind wir zu zweit. Und somit zu 20. Weil ich Tiere. Ich muss erstmal meine ganzen Viecher wieder rufen. Nee. Oh, mach das. Meine Tiere gehen halt auf den los. Gar nicht in sein Lebensbalken, wenn ich so weit weg bin von dem. Der ist bei 89, 88. Oh Gott, Wind. So, 82. Zeig doch mal deinen Lebensbalken, ey. Ha. Oh Gott. Ich glaub, schön weit entfernt von dem. Ich werde gar nicht von dem getroffen die meiste Zeit. Aus der Entfernung. Ich weiß noch nicht die AP meiner Tiere. Ich kann mir sagen, was für ein Unterschied ist, mal die Fraktionen beizutreten. Na, weiß ich nicht, Meister. Okay. Jetzt nimmt er sehr viel mehr. Das sollte offensichtlich sein, aber es geht da sehr viel schneller rauen, ey. Ja. Muss mal da rein, da ist ein Trank. Danke. Das ich auch. Da ist noch ein Trank.
Okay, solange der die ganze Zeit da bleibt, ist er eigentlich voll chillig, ne? Der macht überhaupt keine Nahkampfangriffe. Okay, vielleicht doch, ja, aber. Ja, auch meine Tiere. Der grübelt sich die ganze Zeit nur mit den Dienern, ey. Oh, oh. Gott. Na los, na los. Das Ding, der rastet hier voll aus, der bewegt sich gar nicht mehr von der Stelle da weg, ey. Oh, der ist gleich tot. Ja, bei 10% gerade noch. Na komm. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Kommt noch was? Nein. Okay. Oh. Der Wind ist immer noch da. Jetzt ist der Wind weg. Ey. Oh mein Gott. Liegt der viel Sachen. Und die Körperrüstung hervorragend. Oh, ich auch. Okay. Wird die Gesundheit. Wird Schaden mit LP-Entzug. Hm. Viraler Riesen, Ornadengötze der Ehrebietung. Okay, ich nehme an, das war das einzige Ding, was hier von Bedeutung war. No. Und blinken der hier in der Mitte. Oder nicht? Hier ist so ein Ding, siehst du das nicht? Hier ist ja nichts. Aus der anderen sich drehender Seen scheint Stimmen zu kommen. Alrik, die verstoßene Königin und viele weitere mehr. Alle wurden gefangen und geerdet, um die Abscheulichkeit zu erschaffen. Den Seelen zuhören. Was okay. Würdet ihr empfehlen für einen Anfänger? Es muss auch einen Weg geben. Bitte, hier gibt es nichts mehr für uns, wenn wir uns daraus holen. Sag, sollen wir über die Vergangenheit nachdenken, die wir nicht ändern können, oder die Zukunft träumen, die wir niemals erleben werden? Reflexion über die Vergangenheit oder Traum der Zukunft? Habe ich jetzt hier zur Auswahl? Hm. Traum in der Zukunft, sage ich mal. Auch wenn die Zukunft viel Leid bringen wird, sind Träume gleichwohl friedlich. Ich danke dir. Okay, jetzt Zeitlinie. Okay. Erhöht Erfahrung, erhöht Glyphe Beiterate. Ist das nur für dieses Echo hier oder so? Weiß ich nicht. Erhöht Götze, Beutechance, erhöht Gold. Ja, was soll ich mit Gold, ganz ehrlich? Ich nehme Erfahrung. Das ist irgendwie der einzige. Ich hab keine Erfahrung. Ich habe hier erhöht Großgötze, Beutechance, erhöht einzigartig Beutechance und erhöht Gold, Beutechance. Okay, ich habe Gold, Erfahrung und Glyphe, Beutechance. Erhöht Gold. Ich nehme mal einzigartig. Also warte, ich nehme auch Glyphe. Bei Erfahrungspunkte kriegen wir schon mehr als genug, finde ich. Auswahl bestätigen. Ich habe jetzt einzigartig erhöhte Beutechance. Zwar nur 13, aber na. Who cares? Okay. So. Raus, ja. So, auch 1000 Erfahrungspunkte für diese Quest. Na, steht jetzt hier. Du bist unverwundbar und kannst nicht anvisiert werden. Ende das Ende einer. Jetzt haben wir noch mehr Monolithen freigeschaltet. Boah, so läuft das hier ab. Anscheinend, ja. So, hier geht's auch immer noch weiter, sehe ich gerade. Fall der Verstoßenen. Wo sind wir gerade woanders? Wo sind wir denn gerade? So weit haben wir noch nicht gelevelt. So, was ist denn mit euch hier? Mit Zauberschaden, Diener Zauberschaden. Totemschaden. Ich habe vorhin gerade irgendwie was bekommen, womit ich ein weiteres Totem beschwören kann. Hat mir ja irgendwie nichts bringt. Oh, ich habe eine einzigartige Klamotte, gewebtes Fleisch. Das ist sogar besser als das, was ich gestern habe. Ja, das ist ja das, was wir gerade bekommen haben. Ja, gewebtes Fleisch hast du auch bekommen? Okay. Ja, ja. Das weiß ich gar nicht.
Schaden mit LP Entzug, Entzugsrate, kritische Treffer, Meinung. Ja, das ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Ja, ist besser als das, was ich jetzt anhab. Ja. So, jetzt kommen wir hier oben links hin, zum nächsten Echo. Ich habe schon wieder so einen kleinen Götzen, der Blitzschaden erhöht. Hm. Wo ist denn eine Truhe? War ja nicht vorher eine Truhe? Hast du auch einen Hammer gekriegt, Daniel? Nee. Ich habe einen einzigartigen Hammer. Naja, ich habe nur die Körperrüstung. Ja, du benutzt ja gar kein Nahkampfwaffen. Ja, Werte halt, ne? Wenn der gute Wert hat. Und ein 36, das ist ein Hammer von Lorenz. Legendäres Potenzial. Ja. Der erhöht aber nur Nahkampfschaden, ne? Also. Ich habe ja die ganze Zeit das Ding hier, was mir mehr Fertigkeitspunkte gibt. Ja. Also ein. Also ist das nichts für dich. So. Dann hat aber Bock gemacht hier, den Boss hier. Der war nur. Ja. Der war noch so, war er nicht. Der hat Bock gemacht bis zu einem bestimmten Punkt noch so. Ist er da nämlich allein gelassen hat gegen ihn im Kampf, ja. So, was ist davon, was wir gerade bekommen haben mit dieser Glyphen? Was wir da gerade auswählen können. Ich weiß jetzt nicht, wo man den kann man irgendwo nachgucken. Ich weiß da, nicht, wo. Im Inventar oben links bei Segen. Nur halt. Ich habe jetzt nur eine erhöhte Chance, dass ich einzigartige Sachen kriege. Da lässt mich jetzt nicht gerade vor Freude tanzen, also. Ja. Ich glaube, das ist aber nur für dieses eine Gebiet hier. Nur für die Monolithen oder so. Ja, nur für dieses eine Gebiet, wo wir gerade drin sind. So, jetzt haben wir wieder einen neuen Monolithen, Level 62. Und für Level sind wir 64. Ich bin 63. Okay. Weil ich glaube nicht, dass wir sehr viel stärker sind, um jetzt den einen zu erledigen. Deswegen nehme ich mal an, machen wir mal ein bisschen weiter hier, ne? Ja, dann hatten wir Realitätscheck, ja. Ne? Irgendwann müssen wir die Dinger sowieso machen, ne? Ja. Ich muss auch bald diese Wahl treffen. Hm. Seltene Zauberstäbe und Katalysatoren. Ohne Affektsplitter gehen wir hier hin. Gefrorener Tunnel. Wir haben uns einen neuen Gefrierschrank geholt. Oh. Der alte, der hat immer noch funktioniert, aber die ganzen Fächer da, die waren alle kaputt. Okay. Ja. Was meinst du mit kaputt? Alter splittert. Ja, ich bin hier. Ich bin auch hier. Ja, die Gegner könnten ja ein bisschen stärker sein jetzt. Ja, habe ich auch gemerkt. So, oh, Feuerwelle. Hm. Oh, was ist bist du? Ein Höhlenbär. Was ist ein Bär? Ist... Da sind schon wieder deine Geisterkatzen. Ich weiß nicht, von wo die herkommen. Ich habe die nicht eingeladen, die sind einfach aufgedacht. Ich weiß zwar nicht, woher sie kommen, aber sie, ich liebe sie. Warum ist da so ein Blitzsymbol? Was ist das hier? So, machen wir erstmal. Über meiner Mana-Anzeige ist so ein Blitzsymbol gewesen, ja, jetzt schon wieder. Okay, wollte nicht. Da ist wieder so ein Magier. Oh, warte, ich schluck auf. Sturmwerfer Seil, angeblich haben wir den gefunden. Den sollten wir gerade noch suchen. Ich weiß nicht wo, was aber. Den hier? Ja, ich will zu suchen. Ja, das ist unser Quest hier in diesem Ding. Also Sturmwerfer Seil finden, stand da gerade und dann. Und dann steht dann schon da, aber töte den. So. Aber ich kann meine Tränke ein bisschen entlasten jetzt hier. Ich tue jetzt mit jeder Gefährtenfähigkeit, die ich einsetze,
tue ich mich ein bisschen heilen. Oh, okay, gut. Also wenn ich low on HP bin, tue ich einfach alle meine Knöpfe spammen. Heile mich da wieder dadurch hoch, wo ich auf meine Tränke zugreife. Ja, ich habe vor ein paar Wochen so ein Video gesehen über Final Fantasy Rebirth. Ja. Da hieß, die Entwickler des Spiels wussten, dass ihr das versuchen werdet. Was denn? Da ist ja diese eine Animation, wenn er, wie heißen diese komischen Schoko-Haltestellen, da tust du ja so, so ein Schild ja, da aufstellen. Ja. Da haben Spieler, im Video, da haben Spieler die Tiefer da draufgestellt auf das Schild, wenn er am Boden liegt. Und wenn der Klaus dann das Schild hochhebt, dann geht die Tiefer in die Luft und dann haben die versucht, unter den Rock von der zu gucken. Boah. Aber sobald das Schild in die Luft stand, dann ist Tiefer weggespawnt und wieder am Boden gewesen, bevor du irgendwas sehen konntest. Als das Video und die Entwickler des Spiels wusste, dass ihr das versuchen werdet. Das ist mir auch letztens hier in einem Part passiert, als ich da irgendwie runtergeklettert bin, irgendwie. Ich habe nur diese Felsen, wo man da so hochklettern kann, irgendwie so. Ich stell mir vor, das könnte da ein bisschen einfacher sein. Du weißt gar nicht, wie Leute, zu welchen Längen die Leute gehen, um, ja, um Sachen zu sehen. Das ist die Herausforderung, Daniel, das ist der Gamer Spirit. So. Boah. Das ist ja so eine markierte Schatztruhe. 22 Grad, ey, oder? Boah. Oh Gott, ich bin hier raus. Oh, was bist du denn? Da ist ein dicker Typ vor der Schatztruhe. Ja, da jetzt bin ich in 60, ey. Auf ihn! Da ist der Typ. Oh. Oh Gott. Ja, Pyromanten ruhen durch der Säure. Boah. Oh, geschickter Mayan Sahn durch der Geschicklichkeit. Ich habe Pyromanten durch der Säure, also. Das ist denn ein katzenartiger Kupferpokal. Oh, boah, jetzt müssen wir den Magier noch gleich wiederfinden. Und die Gegner hier erledigen. Ja, wir haben ja noch gar nicht die Leiste da aufgefüllt. Naja. Stacheljäger der Rage oder der Rage. Der rasenden Rage. Ja. Los, frisst. Warum wird mir hier so ein Portal? Da in der Sackgasse. Ich weiß nicht, weil die ganze Sache mit Sony und was die da versucht haben, das haben die da versucht in anderen Spielen im Moment auch, ja. Dass du PlayStation PSN-Account brauchst, ey. Ein gewisses Spiel zu spielen auf PC, ey. Das ist angeblich für Security-Gründe, damit das sicherer ist, alles. Ja. Wobei, da, wenn die Leute von Sony Sicherheit sagen, würden die meisten nur die Augen rollen, weil die nicht unbedingt für ihre Security bekannt sind. Naja, so auch wie PlayStation Network schon gehackt wurde. Ja, ja, genau, das meine ich. Da tun einige nur die Leute die Augen rollen, ey, wenn die sagen, ja, das ist für Sicherheitsgründe. Mhm. Aua. Ich habe von zwei Blitzen mir angeschossen. Kristallgo, oder? Ja, das irgendwie, weiß ich nicht, gezeigt, wenn du Leute genug Pullis, dann geben die nach, ey. Im Prinzip Sony gebullied nachzugeben, ne? Das ist wieder eine, weiß ich nicht, lehrreiche Lektion, legt sich nicht mit den Leuten im Internet an. Naja.
Weil das die überhaupt irgendwie nachgegeben haben, ist das schon mal bemerkenswert. Ja, weil die einfach Bewertungen von allen mit ihrer besten Spiele, erfolgreichsten Spiele, total in den Keller gegangen sind, ey. Sobald dann anfängt, die Brieftasche zu verletzen, dann geben die nach, dann. Das müssen wir nur noch mit Disney schaffen. Die tun sich selbst schon genug verletzen, also weiß ich nicht. Wenn die so weitermachen, gehen die pleite. Was sie auch wollen. Das hat nichts mit Disney zu tun, aber ich meine, das ist aber die neue Situation da mit dem neuen Doctor Who. Okay, was ist das? Kennst du nicht Doctor Who? Ja, ja. War der ist ein neuer Doctor Who, der ist schwarz und homosexuell. Also. Ich habe mir schon gedacht, da geht wahrscheinlich in irgendeine Richtung. Ist der jetzt zwar nicht weiblich und weiß nicht asiatisch oder irgendwie so, keine Ahnung. Das ist ein homosexueller Schwarzer, also ja. Da kam bestimmt sehr gut an. Ja, und deine Partnerin ist eine Frau. So, noch besser geht's nicht, ne? Ja. Das geht überhaupt nicht gut, ey. Also. Das hat nichts mit Disney zu tun, das hat mir heute generell zu tun, ey. Ja, Dr. Ruder ist ja immer irgendwie, weil nicht neuer, glaube ich. Ja, ja, das ist ja der Spaß daran, aber das ist jetzt wieder, weil ich nicht so aufs Auge gedrückt, der ist schwarz und schwul. Ja. So, wo ist denn der Magier hier? Haben wir ihn schon gefunden? Ja, den hatten wir, der ist ja irgendwo am Anfang gewesen. Ja, war das oben links nicht der Anfang? Weiß nicht, wir sind irgendwo an dem vorbeigelaufen. Ja. Boah, Schluck auf Schluck. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, dann diese UFOs mit Joghurt. Die waren voll geil. Ich weiß. Da war Spielzeug. Ich fand diese Schokodinger aber besser. Ja, ich weiß, was du meinst. Die waren so lecker. Oh. Schoko mit Joghurt gefüllt. Oh. So ein UFO-Dinger war so ein Spielzeug in der Mitte, in der UFO-Joghurt. Naja. Ja, dann kann ich auch noch, die habe ich auch noch mal gegessen. Die waren immer so beschissen zu essen, wegen den die Löffel haben irgendwie nie mal so richtig reingepasst. Da hat immer die Hälfte noch drin gehabt, ey. Das Snickers Cruncher habe ich, glaube ich, auch erwähnt, ne? Ja, das kenne ich, glaube ich, nicht, weiß ich nicht. Die hatten sie irgendwie nur so eine bestimmte Zeit immer. Mal, wahrscheinlich kenne ich das schon, aber ich habe das verdrängt. Oh, ich finde den nicht, ich habe keinen Bock hier, aber wir können Bock den zu suchen. So, ah. Den suchen dann. Ah. Hinterlässt sowieso nichts. Boah, sind da viele Spieler. So. Aussaugendes Eiszepter der Graupe. So. Ich habe ihn gefunden. Boah. Ich hätte den schon viel schneller finden können. Hätte einfach nur meine Karte öffnen müssen. Hier meine Controller-Karte. Ich nenne das mal als Controller-Karte. Na, ich kann ja nicht öffnen. Ich kann nur M drücken, dann wird ja die. Wenn die ganzen. Wo bist du denn jetzt überhaupt? Jetzt da. Da bist du ja wieder. Ja. Ich dachte, ich würde neben dir irgendwie respawnen, aber nee. Nee, leider nicht. Wow. Zack. So. Peter Jackson kommt anscheinend zurück für Herr der Ringe. Okay. 2026 irgendein neuer Herr der Ringe Film über Gollum. Ja. Yeah. Ausgezeichnet. Sind die ganze Zeit Gerüchte, dass George Lucas zurückkommt für Star Wars? Ja, das habe ich auch gehört. Ja. Wie kommen wir jetzt hier raus? Also, kommt sogar aus einer verlässlichen Quelle. So. Das hat nämlich der Mann gesagt, der das Lichtschwert entwickelt hat. Oh. Dass George irgendwas mit Star Wars am Machen ist, dass er am Kochen ist. Mm.
Wenn wir hier raus. Ja.